Herzlich willkommen zu unserem Video über die Auswanderung nach Zypern. In diesem Video wollen wir euch einmal eine Orientierung geben, was eine Auswanderung nach Zypern kosten kann. Uns erreichen viele Anfragen zu diesem Thema und es gibt richtig viele veraltete Infos online. Deshalb dachten wir, euch mal unsere Erfahrung wiederzugeben. Zuerst wollen wir natürlich auf den Punkt nochmal eingehen, warum wir hier in Zypern sind. Naja, wir sitzen hier gerade Anfang März, ist es. Draußen sind 20 Grad, wir wollen heute Morgen noch am Meer. Und mehr braucht man dazu nicht sagen, einfach, warum würde man nicht hierher ziehen? Kommen wir nochmal zum ersten Thema. Wir wollten ein bisschen auf Lebenshaltungskosten und Wohnungspreise hier eingehen. Zypern selber hat auf jeden Fall eine hohe Lebensqualität. Man kann hier alles machen, aber wir wollen mal mit einem Mythos ein bisschen aufräumen, dass das Leben hier super günstig ist. Und dann liest man ja gern, dass es super günstig ist. Und deshalb schauen wir uns mal die realen Kosten für Lebenshaltung und Wohnen ein bisschen gemeinsam an. Also, wichtig ist, dass wir hier über den Raum Paphos sprechen. Wir liegen hier im Westen von Zypern. Unsere Aussagen gelten nicht für ganz Zypern. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Auf anderen Teilen der Insel kann es ganz anders aussehen. Wir wissen aus Hören und Sagen, dass es zum Beispiel ganz im Norden viel günstiger ist, aber wir wissen es selber einfach nicht. Deswegen, wir reden hier nur von Paphos. Kommen wir zur Miete. Gute Wohnungen kosten hier ca. 700 bis 1200 Euro. Je nachdem, was ihr haben wollt, geht es natürlich auch günstiger, aber auch teurer. Ein Haus startet so bei 1500 bis 2500 Euro pro Monat, je nach Ausstattung und natürlich auch, worauf ihr Wert legt. Kann das auch wieder deutlich mehr, aber auch deutlich günstiger werden. Wir reden halt hier natürlich für so zwei Personen, was man braucht, so zwei bis drei Schlafzimmer. Und natürlich, wenn du allein auswandern willst, ist das günstiger, ein kleines Apartment. Oder wenn du als Familie herkommst, dann wird es natürlich noch mal ein bisschen teurer. Kommen wir zur Lebenshaltung. Supermärkte sind hier leicht teurer als in Deutschland. Also wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Wie zum Beispiel, letztens haben wir gesehen, dass ein Joghurt hier 5 Euro kostet. In Deutschland kostet der 2 Euro. Es gibt aber auch Gemüse beispielsweise, was wiederum viel, viel günstiger ist. Ja, gerade beim Biobauern auf den Feldern, also man kann hier wirklich frisches Gemüse und auch Obst bekommen zu wirklich günstigen Preisen. Wo man auch noch was spart, ist das Tanken, das ist hier auch deutlich günstiger. Zahlt man 1,40 Euro für einen Liter Benzin, also da spart man auch ein bisschen was ein. Also insgesamt würden wir sagen, dass es einfach vergleichbar ist. Restaurants sind hier auch genauso teuer oder günstig wie in Deutschland. Also so viel tut sich da gar nicht. Es sei denn, ihr seid super krasse Sparfüchse und dreht wirklich jeden Cent rum und geht irgendwie zum Bauern oder fahrt hoch in den Norden von Zypern und kauft euch da alles super günstig ein. Aber wenn ihr ganz normal einkauft, kostet es ungefähr gleich viel wie in Deutschland. So, weiter geht's. Wenn ihr hier umzieht nach Zypern, ist ja wirklich easy, da es in der EU liegt. Ist relativ einfach hierher zu ziehen. Aber natürlich müsst ihr eure Haushaltsgüter nach Zypern bringen. Das könnt ihr entweder per Container tun, wenn ihr viel habt, einen ganzen Hausstand, eine Palette, Pakete oder Koffer, je nachdem, was du alles hast. Wir haben unseren ganzen Hausstand, wir hatten ja nicht viel, wir waren ja auf Weltreise, auf eine Palette geschnallt, die war 2 Meter hoch. Und in 6 Wochen war die auch hier, hat uns 700 Euro gekostet. Was wir aber auch ganz viel gemacht haben, ist, dass wir ganz viele Pakete per DHL hierher geschickt haben. Wir würden euch auch da empfehlen, ein Paket mit ca. 30 Kilo zu packen, da das die günstigste Alternative ist. Diese Pakete haben uns innerhalb von 2 bis 3 Wochen erreicht, was für uns auch super, super schnell ist. Und natürlich, wenn du nach Zypern willst, fliegst du wahrscheinlich hierher. Die Flüge sind in der Regel ziemlich günstig hierher von verschiedenen Flughäfen in Deutschland. Natürlich, Gepäck kommt extra und deswegen war für uns die bessere Option, so viel wie möglich mit Paketen herzuschicken. Kommen wir zum dritten Punkt, Kosten für Möbel und für eure Einrichtung. Hier auf Zypern wird meist möbliert vermietet. Ob man es mag oder nicht, darüber lässt sich streiten, denn die Einrichtung hier ist schon sehr veraltet. Wenn ihr aber natürlich eine möblierte Wohnung nehmt, dann kann das natürlich sehr eure Kosten drücken, also sehr zu eurem Vorteil sein. Wenn ihr möblieren müsst, gibt es natürlich hier neben IKEA, also IKEA gibt es, auch noch weitere günstige Anbieter, wie zum Beispiel 4-Day Clearance oder Home Paketo. Da könnt ihr wirklich bestellen und einfach liefern lassen. Versand ist super günstig und alles im allen sind die Preise gemittelt. Ähnlich wie in Deutschland beim IKEA. Manche ist ein bisschen teurer, manche Produkte sind wieder günstiger. Und in den anderen Geschäften ist es noch eine Ecke günstiger. Als Budget würden wir ab 5000 Euro einplanen für eine 2- bis 3-Bedroom-Wohnung.
Küche ist natürlich schon drin, also nur rein die Wohnung zu möblieren, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, ein paar Kleinigkeiten. Das müsst ihr ungefähr hier einrechnen. Viertens, kommen wir zu den Kosten für die Kaution, Versorger und Behörden. Kaution für die Wohnung sind ungefähr 1 bis 2 Monatsmieten. Da ein Tipp, handelt auf jeden Fall runter, denn handeln geht hier auch auf jeden Fall. Auch bei den Mietpreisen, versucht auch da so ein bisschen zu handeln. Das klappt meist, vor allem in den Wintermonaten. Kommen wir zum Internetanbieter. Da gibt es hier verschiedene, je nach Region. Also es gibt einfache monatliche Verträge, relativ simpel, wenn das Haus Glasfaser hat. Ansonsten gibt es hier im Raum Paphos Ecotech. Das ist ein super WLAN-Netz, kostet aber einmalig halt 300 Euro, das Ganze zu installieren, so eine Funkanlage, Satellit auf sein Haus anzubringen. Aber es lohnt sich wirklich. Dann müsst ihr natürlich auch noch euren Stromanbieter anmelden. Das kostet einmalig eine Gebühr von 200 Euro Kaution. Dann kommen natürlich Anmeldungen für die ganzen Behördengänge dazu. Da kommt es natürlich auch drauf an, ob ihr einen Anbieter nehmt oder das selber macht. Schauen wir uns mal zum Beispiel den Yellow Slip an. Den müsst ihr ja nach 90 Tagen beantragen. Wenn ihr das selber macht, zahlt ihr einfach nur 20 Euro. Wenn ihr das aber mit Support macht, also wenn jetzt irgendjemand mit euch dahin kommt und das Ganze für euch erledigt, ihr müsst aber dabei sein, ganz wichtig, kann das zwischen 300 bis 700 Euro kosten, je nach Anbieter. Nächstes Thema wären dann Mietwagen und Autokauf. Da hier auf Zypern ist es wirklich wichtig, mobil zu sein. Also ohne Auto würden wir euch auf keinen Fall empfehlen, hierher zu kommen. In der Nebensaison ist es super günstig, sich ein Auto auszuleihen. 10 bis 20 Euro am Tag kann man hier von jedem Vermieter eins bekommen. In der Hauptsaison kann es aber deutlich teurer werden, gerade für eine Monatsmiete. Daneben kann man auch über private Kontakte relativ günstig an Autos kommen. Da könnt ihr euch auch gerne bei uns melden, falls ihr irgendwie Schwierigkeiten habt, gerade in der Hochsaison hier ein günstiges Auto zu kommen. Kommen wir zum Auto kaufen. Das lohnt sich natürlich irgendwann auf jeden Fall. Wir haben es zum Beispiel gemacht. Man kann sich zum Beispiel Inserate auf Basaraki angucken, aber da ist es auch wichtig zu erwähnen, dass nicht alle, vor allem nicht die guten Angebote, meist online sind. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, ist, dass die Gebrauchtwagen hier teurer als in Deutschland sind und vor allem auch in einem viel, viel schlechteren Zustand. Daher ist es wichtig, dass der Händler euch auf jeden Fall eine Garantie gibt oder ihr darauf achtet, dass der Händler zum Beispiel vertrauenswürdig ist. Ihr könnt uns da auch gerne schreiben, dann verraten wir euch einfach auch unseren Händler des Vertrauens. Nächstes Thema, Versicherung. Ja, Versicherung ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Planung von jedem Neustart und da sollte man sich auch gut informieren, was man alles braucht. Ist eigentlich relativ simpel. In Deutschland hat man auch gewisse Versicherungen, die sollte man dann hier auch Stück für Stück abschließen. Thema 1 ist eine Autoversicherung, ist selbstverständlich. Hier gibt es gute Anbieter wie zum Beispiel Anytime oder Abbeygate. Die sind wirklich günstig und auch haben eine gute Leistung und auch guten Support von unserem Gefühl. Haben jetzt 300 Euro für das erste Jahr für einen Kleinwagen mit Vollkasko bezahlt, also wirklich günstig. Dann Hausrat Haftpflicht, müsst ihr auch dran denken, eure bestehenden Versicherungen, die ihr in Deutschland hattet, funktionieren ja nicht mehr, sind nicht mehr gültig. Ab dem Zeitpunkt, wo ihr euch ummeldet, braucht ihr auch so 100 Euro im Jahr. Kommen wir nun zu einem ganz wichtigen Punkt, und zwar der Krankenversicherung. Das war bei uns nämlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Und da solltet ihr auch auf jeden Fall ein Budget von 2000 Euro pro Person fürs erste Jahr einplanen. Zypern bietet ja nämlich eine gesetzliche Krankenkasse. Aber bis ihr Zugang dazu habt, kann es schon eine gute, gute Zeit dauern. Und später deckt diese Krankenkasse, die heißt hier GESI, nur eine Grundversorgung in Zypern ab. Es soll auch möglich sein, so eine Art EU-Krankenkarte zu bekommen, also was man von der AOK kennt, was auf der Rückseite ist, wo man sich dann auch im EU-Ausland oder in Deutschland dann auch im Notfall behandeln lassen kann. Aber es entstehen hier Lücken. Ihr werdet nicht von Tag 1 in Deutschland nicht abmelden und im nächsten Moment hier in Zypern gesetzlich versichert sein. Deswegen ist es wirklich gut, diese Lücke ja, zu schließen und da vorzusagen und euch auch gut beraten zu lassen. Das haben wir natürlich auch gemacht, weil wir diese Lücke auf jeden Fall nicht haben wollten. Vor allem, weil es uns auch wichtig war, im Notfall jederzeit nach Deutschland zu können. Da haben wir uns bei der BDAE richtig gut beraten gefühlt. Wir haben auch mit ganz, ganz vielen anderen Anbietern telefoniert und gesprochen, aber ihr werdet es vielleicht selber merken, wenn ihr mit der BDAE redet, die Mitarbeiter sind so freundlich und man merkt wirklich, dass sie euch auch weiterhelfen wollen und auch irgendwie das Problem verstehen, dass man vielleicht gerne nochmal in Deutschland oder auch woanders gerne zu einem sehr super guten Arzt gehen möchte. Gerade bei uns ist das natürlich nochmal enorm wichtiger. Wie ihr wisst, reisen wir ja sehr viel auch außerhalb der EU und deswegen war es für uns wirklich wichtig, eine gute Absicherung zu haben und dort eine große Freiheit
zu genießen und die haben wir in der BDAE gefunden und das auch noch zu einem besseren Preis als zum Beispiel Passportkarte, haben wir uns auch beraten lassen und wir haben auch über dieses Thema einen Beitrag verfasst auf unserem Blog und da könnt ihr auch gerne mal weiteres lesen und ihr könnt euch auch dort von der BDAE nochmal beraten lassen, um ja, eure Entscheidung zu treffen. Also wir sind super zufrieden und ja, fühlen uns auch super gut jetzt abgesichert. Genau, und das Coole bei der BDAE ist übrigens auch, dass je nachdem, in welchem Land ihr seid, unterschiedliche Beträge zahlt. Also wenn ihr zum Beispiel das ganze Jahr über in Vietnam seid, was ja ein etwas günstigeres Land ist, müsst ihr auch dementsprechend weniger Geld zahlen. Also es gibt da verschiedene Zonen, da kriegt ihr nochmal so einen Ausdruck drüber und je nachdem, wo ihr seid, zahlt ihr dann halt auch immer unterschiedlich viel. Das finden wir super fair und richtig gut. Ja, aber lest es einfach nach. Wir haben einiges darüber geschrieben und sind gespannt, wie ihr euch entscheidet. Ein weiteres Thema, was super interessant ist und wo auch einige Kosten anfallen, ist die Firmengründung, denn ein Großteil der Auswanderer, die hier nach Zypern kommen, sind sicher Unternehmer. Das hat zwei Gründe. Die Löhne sind niedrig auf Zypern, also sich hier anstellen zu lassen, wird ein bisschen schwierig, dann ein gutes Einkommen zu machen, gerade mit Blick auf die Lebenshaltungskosten und die Steuern für die Unternehmer sind auch niedriger. Deshalb kann so eine Firmengründung attraktiv sein in Zypern, aber wir wollen das Thema jetzt nicht hier vertiefen, das werden wir nochmal in einem separaten Video machen. Wenn das euch interessiert, lasst uns gerne wissen in den Kommentaren, könnt ihr reinschreiben, ob euch das Thema Firmengründung, Selbstständigkeit hier in Zypern interessiert. Kommen wir zu Punkt 8, Ersparnisse. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, hä, was für Ersparnisse? Also, wenn du nach Zypern kommst, kann es einige Wochen, vielleicht sogar Monate dauern, bevor du dir hier in Zypern in deiner eigenen Firma einen guten Lohn auszahlen kannst. Das heißt, wenn du hierher kommst, solltest du dir auf jeden Fall etwas zur Seite gelegt haben für die ersten 2, 3, 4, 5 Monate, je nachdem, sodass du hier halt auch wirklich gut leben kannst. Wenn du natürlich irgendwo anders dein Geld verdienst, nicht mit der Firma irgendwo angestellt bist, im Ausland, dann brauchst du dich natürlich nicht zu interessieren. Ja, fassen wir nun mal zusammen. Welches Budget brauchst du nun, um entspannt nach Zypern auswandern zu können? Die Auswanderung nach Zypern ist nämlich ein sehr spannendes Vorhaben, das auf jeden Fall gut geplant sein sollte. Genau, fassen wir nochmal zusammen. Also wir würden dir empfehlen, 3 Monatsmieten plus Kaution zu haben, ein Umzugsbudget von mindestens 1000 Euro, wenn du keine Möbel hast, um deine Dinge hierher zu bringen und natürlich wenn du eine Wohnung einrichtest, wenn du nur Kleinigkeiten brauchst, vielleicht um die 1000 Euro. Und wenn du natürlich alles brauchst, dann kann es auch gerne fünfstellig hier sein. Mietwagen für die ersten 3 Monate ca. 1000 bis 1500 Euro, privat vermitteln natürlich. Oder einen Kleinwagen ab ca. 3500 Euro zu kaufen, je nachdem in welcher Saison du hier bist, kann das natürlich auch mehr sein. Dann so ein paar Gebühren für die Versorger, was wir erzählt haben, vielleicht 500 Euro, die du einplanen solltest. Versicherung im Startpaket, ca. 4500 Euro für 2 Personen. Und dann noch eben Kosten für deine Lebenshaltung, je nach deinem Bedarf, für die ersten paar Monate auf dem Niveau von Deutschland. Wir hoffen, dir hat dieses Video gefallen und es konnte dir so ein bisschen mehr Klarheit zu deiner Auswanderung nach Zypern geben. Wenn es so ist, dann würden wir uns freuen, wenn du uns einen Daumen hoch da lässt, vielleicht einen Kommentar nochmal dazu schreibst und auf jeden Fall unseren Kanal abonnierst. Genau, und wenn du noch irgendwelche anderen Fragen hast, schreib die einfach in die Kommentare, dann machen wir da einfach nochmal ein längeres, ausführlicheres Video zu. Wir wissen ja nämlich gar nicht, was dich so interessiert über das Thema Zypern und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal.